Hallo meine lieben Steinbock-Geborenen, herzlich willkommen zu eurer Legung November 2021. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wenn du neu bist, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass auch du da bist. Meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Ich hatte auf YouTube unter Community habe ich gepostet, dass ich neue Karten für euch habe. Ich möchte sie euch gerne zeigen. Und zwar einmal diese Karten sind von Erzengel Gabriel. Ich liebe diesen Engel, weil es ist der Engel der Verkündung. Ja, und mit Erzengel Gabriel bespreche ich zum Beispiel sehr gerne alles, was neu ist. Ja, also alles, was auch im Bereich der Berufung ist, der Lebensaufgabe ist und. Und das mache ich sehr gerne mit Erzengel Gabriel. Das sind die einen Karten. Die anderen Karten, die ich neu habe, meine Lieben, sind die hier. Das sind auch Erzengelkarten. Die hier von Erzengel Gabriel sind von Doreen Virtue und die sind von Diana Cooper, auch sehr schön, sind beides meine Lieblingsautorinnen. Die sind sehr, sehr toll, die begleiten mich seit nunmehr, würde ich mal sagen, gute 20 Jahre. Und ja, ich habe von denen sehr viele Bücher und auch fast alle Karten. Sie sind unheimlich gut, was die Entwicklung betrifft, was auch im Kartenlegen das Thema betrifft. Die sind sehr klar, die sind sehr aussagekräftig und deswegen finde ich die sehr schön. Wie gesagt, diese beiden Kartendecks nehmen wir heute mit an den Start. Natürlich auch ein Tarot und auch die Secret K Cards 1. Die sind auch wieder mit dabei. Und ja, ich werde euch erstmal alle Karten auslegen und dann werde ich sie deuten. Ich werde live mischen und auch live auslegen. Ich habe heute eine neue Live-Legung. Sollte es im Hintergrund zu Geräuschen kommen? Ja, das ist mein Boxermädchen, die schläft. Wir haben es jetzt schon abends, sehr spät. Bei mir schlafen sie alle schon, die Nachbarn, die Kinder, alle Kinder, Tierkinder und Menschenkinder. Und deswegen ist jetzt meine Zeit für euch, die ich jetzt investieren möchte, um entspannt die Legungen zu legen. Ja, und von dem her alles gut. Also, wenn du neu bist, herzlich willkommen nochmal auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass auch du den Weg zu mir gefunden hast. Bitte denke daran, es ist eine Kollektivlegung, Zeit ist fließend. Ich rede immer aus der Sicht einer Frau, also alle Männer und alle Gleichgeschlechtlichen. Ihr seid herzlich willkommen von ganzem Herzen, aber bitte umswitchen. Ja? Die Legungen sind geschlechterunabhängig und es ist hier ein Kanal, wo gearbeitet werden darf, wo sich entwickelt werden darf, wo du schauen darfst, passe ich zu dieser Legung? Wenn nicht diese Legung, dann Mond, Venus oder Aszendentzeichen, dann schaust du bitte gerne mal rein, spielst ein bisschen Crosswatcher, von mir aus auch, kannst du sehr gerne tun und schaust einfach mal, was für dich passend ist. Ansonsten, wenn du gerne eine private Legung haben möchtest, unten in der Infobox stehen alle Informationen drauf. Ja, wenn du zum Beispiel Energiearbeit in Angriff nehmen möchtest, dass du sagst, boah, ich habe eine Blockadenlösung, beziehungsweise ich brauche eine Blockadenlösung, ich brauche eine Lösung für meine Blockaden, könntest du dir bitte mal energetisch angucken, was da los ist. Ja, von Coaching bis über Chakrenausgleich, Blockadenlösung im Allgemeinen, wie zum Beispiel karmische Bänder lösen, Quantenheilung. Es gibt ja unfassbar viel. Schaust du bitte gerne auf meiner Homepage einmal nach. Da steht alles soweit beschrieben für dich. Und ansonsten nimmst du einfach Kontakt zu mir auf und dann gucken wir, ob ich was für dich habe, wie ich dir weiterhelfen kann. Ja, für alle die, die entwickelt sind oder die im Erwachen sind oder gerne erwachen möchten. Ich biete ab nächstes Jahr Ausbildung an. Ich bin ja nun seit über 30 Jahren spirituell unterwegs und bin jetzt von der Qualifikation und von der Reife auch so weit, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt auch im spirituellen Bereich ausbilden. Ich finde, das ist immer ganz wichtig, dass man eine gewisse Entwicklung selber durchgemacht hat, sich selber weiterentwickelt hat, selber fleißig war, an seinem eigenen Sein sich entwickelt hat. Und das beginnt im Jahr 2022. Wir fangen an, Reiki-Ausbildung Grad 1, 2, 3 biete ich an.
Es geht um eine Engelheilerausbildung und es geht um eine spirituelle Heilerausbildung. Ja, ein großes Paket. Wie gesagt, die Ausbildungen gehen halt zwischen 9 und 12 Monate, außer Reiki, das ist halt gesondert. Das sind aber Entwicklungsbereiche, da müssen wir nochmal drüber reden. Und ansonsten, wie gesagt, ja, sind das die Dinge, die ich jetzt angehe. Dazu habe ich eine Trainingsakademie. Wenn du da Interesse hast und du möchtest dich gerne schon mal vorab registrieren, kannst du sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen und ich trage dich auch in die Listen ein, ja. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es schon sehr gut angenommen wird. Es sind schon doch viele Interessenten da, auch gerade so im Bereich Deutschland, Schweiz habe ich einige Klienten schon und ich finde das sehr toll, weil es ist immer mehr, es kommt immer mehr ins Erwachen. Also die ganze Menschheit und es ist so toll, wenn man sich mit Menschen unterhält. Ihr hinterfragt sehr vieles und es geht immer weiter. Der Aufstieg geht immer weiter hoch und wir dürfen eins nicht vergessen: dieser ganze Entwicklungsprozess, der geht seit 2012 und der wird auch gerade jetzt aktuell, wird der bis 2032 auf jeden Fall gehen. Also zumindest dieser Aufstiegsprozess. Also wir haben noch ein bisschen Zeit vor uns, meine Lieben, und da dürfen wir uns alle entwickeln. Wir dürfen erwachen, wir dürfen aufwachen, wir dürfen uns weiterentwickeln, wir dürfen kreativ sein, wir dürfen Altes gehen lassen, wir dürfen Neues empfangen. Ja, es wird sich so vieles verändern, meine Lieben. Das ist so unfassbar mega, was alles noch passieren wird. Wir können gespannt sein. Und jetzt mischen wir erstmal die Karten. Also ich mische für euch die Karten, ich lege sie aus und dann deute ich. Wenn dir das zu lange dauert, ja, lieber Steinbock, einfach vorswitchen, bisschen vorspulen. Und dann kannst du dir gleich die Legung angucken. Ansonsten bleibst du einfach dran und hörst dir an, was ich dir zu sagen habe. Das fängt schon gut an. Was ich sehr schön finde bei dir, wow, die Karten sind heute leichter. Letztes Mal waren sie ein bisschen schwerer. Interessant. Wow, das habe ich aber jetzt oft. Ich erkläre euch gleich, um was es geht. So, jetzt sehen wir noch die Engelkarten. Zwei sollten es sein. So, noch eine bitte. Wow. Sehr genial. Jetzt nehmen wir noch das Tarot dazu, meine Lieben. Wie ihr seht, es dauert gar nicht lange. Und was geht es hier? Erster Stapel, Steinböcke, November 21. Da haben wir so die zwei. Okay. Wusste ich, dass es die sein sollen. Ja, wunderbar. Viele Informationen, viele Botschaften, meine Lieben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, eine noch? Nein. Nein, ich kriege ein Nein, nein. Okay. So, die letzten, die Secret K Cards 1. So. Oh. Leute, es ist schon wieder gigantisch, was hier ab. Ach, du heilige Mutter Maria und Josef. Leute, ganz ehrlich, es ist mega. So, okay. Jetzt muss ich mich erstmal kurz sortieren. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Ich bin schon wieder freudig aufgeregt. Ja, toll.
Ich freue mich für euch. So. Ja, leg dich wieder hin. Alles gut. So, also wir starten, meine Lieben. Ich rede mit meinem Hund im Übrigen. Also wer mich nicht kennt, ich habe ein taubes Boxermädchen und die kontrolliert immer, weil die nicht hören kann, muss die mal gucken, wo ich bin. Und deswegen alles gut. Also wenn ich manchmal so zeige oder was sage, seid nicht ihr gemeint, nicht ihr sollt euch hinlegen, das ist mein Mädchen, ja? So, gut, aber nichtsdestotrotz starten wir jetzt los. Also Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die erste Karte und zwar von Erzengel Gabriel. Du bringst mehr Segnungen in dein Leben, wenn du für deinen gegenwärtigen Segen dankbar bist. Ja, das ist, sei dankbar für das, was man dir gibt. Ja, sei dankbar für jede Segnung, die du bekommst. Sei dankbar für alle Erfahrungen, die du machen durftest. Wen hatte ich denn noch heute schon mal mit Dankbarkeit? Ich weiß es nicht mehr, ist egal. Sei einfach dankbar für alles das, was dir begegnet. Egal, ob du es gut findest oder nicht. Es ist definitiv immer zu deinem höchsten Wohle. Und sei dankbar. Sag dir ja dankbar, danke für den Arschtritt, danke für die Tasse Kaffee, danke für das Stück Kuchen, danke, dass du mir jetzt gerade die Nase vor der Tür zugeschlagen hast. Warum? Weil in jeder Situation, egal ob du es toll findest oder nicht, gibt es was Positives. Es gibt einfach was Wundervolles in jeder Situation. Und das ist einfach das, was du sehen darfst, was du auch sehen lernen darfst. Und das fühle ich auch. Und ich fühle auch diese Unzufriedenheit in dem Moment, wenn ich jetzt sage, sei dankbar, auch für einen Arschtritt, auch wenn man die Tür dir zugeknallt hat, wo du sagst oder jetzt sagen würdest, nee, warum? Ja doch, weil fünfte Dimension ist nicht, du hast mich gehauen, ich hau dich auch. Nein. Das ist fühlen, sehen, hören mit dem Herzen. Nicht urteilen, nicht werten, sondern annehmen und sagen, okay, er hat halt heute keinen guten Tag. Morgen wird es besser. Ist eine ganz andere Energie, wie als wenn ihr, wenn man euch in den Hintern tritt, zurücktreten würdet. Vor Gott sind wir auch alle gleich. Okay? Lasst es euch einfach mal ein bisschen durch den Kopf gehen. So, die Erzengel-Botschaften für euch, ja? Sei bereit für die Seelenheilung, vergib allen und gib sie frei. Was habe ich euch gerade gesagt? Wenn dir jemand in den Hintern tritt, ja, sag, okay, danke für den Popo-Tritt, ja, aber danke. Danke, danke, danke. Sei dankbar dafür, weil du weißt auf jeden Fall, dass dieser Mensch nicht in deinem Leben ist. Oder hinterfrage dich, wenn dieser Mensch dir wichtig ist, warum hast du das getan? Es ist hier ganz klar, du bist hier ganz klar aufgefordert, deine Ansicht zu verändern. Auch wenn du es nicht hören möchtest. Handel mit Weisheit. Verwende Informationen zum höchsten Wohle. Hinterfrage. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Okay? So, was sagen die Orakelkarten? Nein, was sagen die Tarotkarten? Wir hatten hier die Orakelkarten, Tarotkarten. Einmal den Stern. Der Stern ist die Wunscherfüllung und die Klarheit. Und wir haben 5 der Stäbe. Das sind die Konflikte, Kopfjogging. Ja, du machst dir genau über diesen Prozess, meine Lieben. Umso mehr du in die Klarheit kommst, umso mehr machst du dir Gedanken. Und umgekehrt auch, umso mehr Gedanken du dir machst, umso eher kommst du in die Klarheit. Ja, was heißt das? Kopfjogging, Vergangenheitsbewältigung, überlegen, um was geht es hier. Das ist hier Egoarbeit. Ne? Nein, ich mache das nicht. Und wenn der, dann ich auch. Alles klar, dritte Dimension, komm nochmal auf die Schulbank. Wir üben nochmal beide ein bisschen. Okay, verstehst du, was ich meine? Ja, es bringt doch nichts, wenn wir, guckt euch doch mal die Kriege an, die hier überall sind. Guckt euch doch mal an, wie unsere Erde aussieht. Nur weil jeder ein Auto haben musste, weil jeder eine Wohnung haben muss, weil es gibt so viele Menschen, die kein Essen haben, die keinen festen Wohnsitz haben. Und wir hier, gerade in Deutschland,
ja, oder sag ich mal, in Europa, gerade wir können uns doch wirklich mit Ruhm bekleckern. Abgeben, teilen, mit dem Herzen sehen, hören, fühlen. Anderen Menschen, denen es schlechter geht, helfen. Wie würdest du in der Situation handeln? Oder wie würdest du dich fühlen, wenn du in einer Situation wärst, wie viele Kinder, die draußen kein Zuhause haben? Und da kommt einer aus Europa und gibt dir ein neues Zelt oder gibt dir warme Klamotten, gerade der jetzt 10 Jahreszeit, möchtest du jetzt draußen sitzen? Ist ich nicht. Ja, und das ist genau das, was hier gefragt ist. Verändere bitte dein Denken. Sei dankbar dafür, dass du so leben kannst, wie du lebst. Und versuche einfach so zu handeln, ja, dass, wie soll ich sagen, dass du auch anderen Menschen hilfst und dass du nicht wertest und nicht sagst, du hast aber und dann mache ich auch. Leute, da kommen wir nicht weiter mit. Und da ist es egal, mir egal, mir egal, auf welchem Berg du stehst. Du kannst doch so stehen und auf mich runterspucken. Ich würde sagen, bist du jetzt fertig mit Spucken? Du musst nur aufpassen, dass ich deine Spucke nicht sammel in einem Eimer und sie dir irgendwann schenke, weil du könntest irgendwann Durst haben, kannst du deine Spucke selber trinken. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde euch das klar machen. Ich sage euch das, ich bin so. Ne? Also, wie gesagt, es ist immer wichtig, dass man wirklich in Dankbarkeit weitergeht. Und wenn auch du jetzt hier nicht gemeint bist, ist es nicht persönlich gemeint. Ganz im Gegenteil. Sondern wenn du jemanden kennst, der auch dein Sternzeichen hat oder diese Aspekte im Geburtshoroskop hat, hau ihm das von Latz, aber liebevoll. Ne? Sag, ey, komm, guck mal, was machst du gerade? Versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch das hier mit dem. Mit der Secret K-Karte hier, der Wettkampf, Herausforderung, Kräfte messen, Ehrgeiz, Konkurrenz. Was ist das für ein Denken? Leute, weg davon. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir haben keine Konkurrenz. Es gibt keine Konkurrenz. Das ist irdisches Denken. Das ist falsches Denken. Miteinander. Wie, du hast ein Restaurant aufgemacht und bietest das an, was ich auch anbiete? Okay, ja, dann änderst du halt deinen Plan, dann bietest du halt was anderes an. Hört auf, euch immer wieder zu bekabbeln. Hört auf, euch immer wieder niederzumachen. Das ist echt. So, ich habe es nicht laut ausgesprochen. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Raus aus der Kampfenergie. Ja? Seid dankbar für alles, was ihr habt. Und wenn es der Liter Milch ist, das Wasser, was aus der Leitung kommt, wenn ihr den Wasserhahn betätigt. Ja, geht in die Gewissheit, dass das, was ihr habt, keine Selbstverständlichkeit ist. Das, was ihr im Leben habt, dass das alles Leihgaben sind von Tiere, Kinder, Stühle, alles, was ihr habt, das sind Leihgaben. Seid dafür dankbar. So, glückliche Nachrichten. Dein Gebet ist auf eine kreative Weise erhört worden. Genau, weil du nämlich gemerkt hast, dass es dir damit nicht so gut geht, dass du damit nicht weiterkommst, hast du darum gebeten. Ich brauche Hilfe und Unterstützung, damit ich diese Blockade, die Schwierigkeit, die ich hier lebe, ablegen kann, weil ich glaube, ich bin doch ein bisschen ätzend. Ja, das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man auch merkt, dass man mal einen falschen Weg eingeschlagen hat. Aber ganz ehrlich, Leute, ihr seid deswegen nicht schlechter. Und ihr seid alle inkarniert mit einer hervorragenden Gabe. Finde heraus, was du Gutes kannst und setze das ein. Und ersetze das oder setze das an die Stelle des Konkurrenzdenkens. Okay? So, was haben wir hier an Engelbotschaften für euch? Wo bin ich denn? Schon bei 18 Minuten. Okay. Schärfe deine übersinnlichen Fähigkeiten. Durchschaue die Illusion, genau, wo machst du dir was vor? So, und wo hast du deine Fähigkeiten? Wo sind deine Fähigkeiten, die du hast? Deine übersinnlichen Fähigkeiten, das Hellhören, hell riechen, hell sehen, hell schmecken. Du hast so viele Möglichkeiten, deine Kanäle zu aktivieren oder aktivieren zu lassen. Wie gesagt, Trainingsakademie, ich bilde gerade, fange gerade an auszubilden, beziehungsweise kommendes Jahr. Ich kann dir gerne mit Energiearbeit, kann ich dir helfen, deine Blockaden zu lösen. Wenn du sagst, Katrin, ich drehe mich immer wieder an der gleichen Stelle, ich habe immer wieder das gleiche Problem, ich hole mir schon die Hilfe, aber
irgendwie habe ich ein Problem und habe ich Schwierigkeiten mit der und der Situation. Kannst du mir helfen? Was kann ich damit machen? Ganz ehrlich, es ist egal, wie ihr seid. Ich bin die Letzte, die euch nicht helfen würde. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass ihr von euch auskommt und sagt, hey, ich brauche Hilfe. Wisst ihr, das ist letztendlich nichts anderes, wenn ihr oben in der lichtvollen geistigen Welt fragt, ich habe das Problem, ich brauche Hilfe. Euch wird geholfen. Warum? Weil ihr den Schritt des Ich bitte darum geht. Ich bitte um Hilfe und dir wird gegeben. Versteht ihr, was ich meine? So, wir haben hier 9 der Münzen, wir haben hier die Stärke, die Kraft, genau, und wir haben hier 8 der Kelche, mega. Also hier geht es darum, bei 9 der Münzen, es ist entweder eine Single-Karte, ja, oder eine, ich sage mal, eine Karte, wo ihr sehr wohl euren Wert zu schätzen wisst, ja. Und das repräsentiert euch, euer Sein, ne? Ihr wisst ganz genau, was ihr könnt, was ihr habt, was ihr wollt, wer ihr seid, was euer Wert ist, das wisst ihr definitiv. Und ihr habt auch die Kraft und die Stärke. Ihr seid euch da sehr sicher. Ihr seid sehr charismatisch, ihr seid sehr gut aussehend und ihr könnt euch auch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch sehr, sehr, sehr gut präsentieren. Was auch sehr schön ist, ist, dass ihr diesen alten Zustand, was ich euch gerade gesagt habe, in dem ersten Stapel, dieses da in Dankbarkeit leben, ja, für das, was ihr habt. Ihr werdet dieses Denken, und das beruhigt mich jetzt schon sehr, ihr werdet dieses Denken verlassen, ja, also dieses in Dankbarkeit, ihr werdet es mehr annehmen, ihr werdet nicht von oben herab sein, sondern ihr werdet mit sein, mit der neuen Zeit, mit der Gesellschaft, mit dazugehören, gute Dinge zu tun, ja, die Erde zu verändern, euer Sein zu verändern, um damit die Erde sich erholen kann, ja, damit wir alle Raum haben zum Leben, damit keiner hungern muss, damit dass jeder was hat. Und das sind die ganzen Veränderungen, die kommen. Und das ist schön, weil da bist du ein Teil vom großen Ganzen. Und das ist wichtig. Ja, und der Schutzpanzer. Letztendlich erklärt sich das, warum ihr hier so ein bisschen Kopfjogging habt und den Kampfgeist habt, weil ihr letztendlich auch schon mal verletzt worden seid, ne? Dieser Schutzpanzer sagt letztendlich nichts anderes aus als Verschlossenheit, Angst vor Verletzung, alte Probleme, verhärtete Fronten. Und das ist genau das. Ihr seid letztendlich, wie sagt man immer, weicher Kern, harte Schale. Ihr seid gar nicht böse. Aber das, was ihr, warum ihr so euch repräsentiert manchmal, ist einfach, weil ihr verletzt seid. Und das ist genau das, wo ich sage, ja, heute seid ihr so, morgen geht's euch besser. Danke für den Arschtritt. Morgen ist anders. Morgen gibt es dem wahrscheinlich noch ein Kühlpad und ich kann mir meine rechte, linke Pobacke, wo du mich reingetreten hast, kühlen. Das ist das. Ich könnte jetzt natürlich zurücktreten, ne? Mache ich aber nicht. Weil, warum bist du so? Oh, das triggert dich. Da hat jemand was gesagt, du hast agiert, weil aufgrund deiner Verletzung. Das ist wie so ein Schalter, der umgeklickt wird. Du hast was erlebt, es liegt im Unterbewusstsein, da passiert die gleiche Situation. Du sagst, oh weia, da ist was passiert, das habe ich schon mal erlebt, das will ich nicht nochmal erleben. Also, zack, wehrst du dich. Für die neue Zeit total scheiße. Entschuldigung. Rausschneiden. Total doof. Ja, nicht schön. Und das ist aber der Grund, warum ich immer sage, es gibt immer einen Grund, warum ein Mensch so reagiert, wie er reagiert. So, und das ist letztendlich die Antwort. Ihr seid tierisch verletzt worden. Und deswegen habt ihr hier vorne so reagiert. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr genau das anzieht, letztendlich, was ihr möchtet. Und zwar alles, was ihr habt, in Dankbarkeit erstmal leben. Und natürlich dürft ihr euch auch Grenzen setzen und ihr müsst euch auch nicht alles gefallen lassen, keine Frage. Ja? Aber ihr habt ja hier darum gebeten, um damit diese Blockade aufgehoben wird. Und das finde ich schon mal sehr schön. So, wir haben hier dum, 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 die göttliche Führung, die Ideen, die zu dir kommen, sind vom Himmel gesandte Antworten auf deine Gebete. Und das ist genau das. Also du hast hier zweimal, hast du hier bedingt durch dieses Ereignis, was du hier hattest, um Hilfe gebeten, ja? Und du hast einmal eine Antwort bekommen und du bekommst auch hier weiterhin Unterstützung. Du bekommst jetzt göttliche Führung im November. Du wirst sozusagen, das Alte wird komplett abgelöst bei dir. Also die Verletzungen gehen auch in die Heilung. Ja. Und das ist genau das. Sei fair in allen Lebenslagen. Löse deine Konflikte. Das ist das, was ich sage. Ja, sag dir lieber, okay, wenn jemand auf mich zukommt und mir blöd ist, okay, warum ist er das?
mach dir die Mühe und frag dich das, warum ist derjenige, der mich so behandelt, warum ist der so? Es bringt euch echt weiter. Ne? Und dann sagt ihr halt, okay, ich war auch mal blöd drauf. Wir sind alle mal blöd drauf. Wir sind alle nicht perfekt. Ja? Nicht gleich urteilen, und urteilen ist sowieso doof, sondern okay, morgen wird besser. Wenn ihr dieses ganze Prozedere verstanden habt, ja, und ihr seid da dran, das Thema zu beackern, ja, dann heilt ihr einerseits euer inneres Kind, ja, das kann man auch mit dem Palast of Cups sagen, das ist sozusagen, Cups sind Kelche, ist die Liebe, Palast ist euer Zuhause, kann innerlich bei euch sein, kann aber auch eure Wohnung, euer Haus sein. Es geht hier ganz arg um euer eigenes Zuhause, dass ihr euch wohlfühlt. Es ist euch wichtig. Ihr braucht einfach ein gutes Zuhause, wo ihr sein könnt, wie ihr seid, wo ihr euch erholen könnt, wo ihr arbeiten könnt, wo ihr feiern könnt, wo, na, ihr wisst, ne, wo man einfach leben kann. Und wenn ihr diesen Prozess der göttlichen Führung auch annehmt und ihr lernt, fair in allen Lebenslagen zu sein und eure Konflikte zu lösen. Guck mal, ihr seid hier siegessicher, ihr seid auf dem Siegesweg, ihr seid auf dem richtigen Weg, definitiv. Das ist hier eine Lektion gewesen, die ihr hier auf dem Tisch habt bei mir. Und wisst ihr was, wenn es nicht gedrückt hatte, der Schuh, dann hättet ihr kein neues Paar Schuhe gekauft. Paar sinnbildlich, okay? So, sehr schön, wir haben Metatron, Lebensweg. Schmerz, Überwindung, Lebenssinn, Ordnung, Gewissensfragen. Das ist genau das. Ihr habt um Führung gebeten, ihr bekommt Führung. Einmal die göttliche Führung, einmal Metatron, Transformation. Es wird alles Alte, was hier euch nicht mehr dienlich ist, wird hinter euch gelassen. Das ist wie, als wenn ihr ins Jahr 2022 neu startet. Als wenn es ein Cut gemacht wird, ja. Und ihr den Prozess noch ein bisschen begehen dürft, ja, weil das sind, wie gesagt, Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Aber das sind die Tendenzen, die jetzt im November erstmal anstehen. Und ich bin gespannt, was bei euch im Dezember ansteht. Ja, das hier ist richtig großes Kino, was ihr hier habt. So, wir haben, und es geht noch weiter mit großem Kino, Leute, kann ich euch gleich sagen. Holla die Waldfee. So, wir haben hier noch eine Karte von Gabriel, und zwar bringe deine innere Wahrheit zum Ausdruck. Deine kreative Arbeit strahlt am besten oder strahlt am hellsten, wenn sie deine wahren Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringt. Das ist genau das, was ich sage. Letztendlich, werde kreativ, mach dir Gedanken, überlege dir, wie willst du am besten vorgehen? Was ist für dich am wichtigsten? Was möchtest du in deinem Leben verändern? Kreative Arbeit kann sein Schreiben. Kreative Arbeit kann sein Malen. Gartenarbeit. Vielleicht möchtest du deinen Garten winterfest machen. Winterfest, 19 Grad, gerade hier in Bremen. ja, ihr wisst, was ich meine. Kreativität kann auch sein, dass ihr dreimal am Tag um eure Tischecke rennt. Keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Ja, Sport treiben draußen. Ne? Geht in die Natur, umarmt Bäume. Geht spazieren. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, wo man Gutes tun kann. Arbeitet ehrenamtlich, ist auch kreativ. Ne? Lasst euch was einfallen, wo ihr vielleicht Kinder unterstützt oder ältere Menschen im Seniorenheim. Egal was es ist, werdet kreativ. Tut was Gutes. So, was haben wir hier? Schau zu den Sternen. Nimm die Schlüssel der Sternenweisheit an. Ja, auch hier wieder Information. Sehr lichtvolle Karte, ja. Gelb, Gold, Heilenergie, ja. Ganz wichtig. Lass dir was einfallen. Wenn du nicht weißt, wie du kreativ sein sollst, wir haben bald Vollmond. Schau nach oben zum Himmel, guck in die Sterne, bitte um Botschaften. Du kriegst ja, du hast ja die göttliche Führung, glückliche Nachrichten, du hast alles. Bei dir ist es so, dass du versuchen musst, bitte deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Ich sehe das auch. Du bist hier, da. Du nimmst ganz viele Dinge wahr, aber du bist kopfig. Du hast zu viel Kopfjogging und dadurch kommst du nicht zur Ruhe. Es ist zu viel gerade. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass du dich bitte sortierst. So, dann haben wir einmal
Den Page der Kelche. Ja, das ist jemand, der es wirklich gut mit dir meint, der sein Chart im Kelchbereich hat. Also entweder ist es ein Kelchzeichen an sich, Aszendent, Venus oder Mondzeichen, oder wie gesagt, in seinem Horoskop-Chart hat er Kelchenergie drin. Schau mal bitte, wer in deinem Umfeld dahingehend sehr liebevoll ist, wer sehr familiär ist, ja, da kriegst du auch die Unterstützung. Diese Person hilft dir auch. Was auch sehr cool ist, ist hier, wir haben die Orgonitkreuze und das ist auch, was dir helfen kann, ja, Aura, Chakrenreinigung, Farblehre, Blockaden lösen, Karma-Auflösung. Dieses Thema hier, was wir hier ganz zum Anfang hatten, in Dankbarkeit leben, ja, guck mal, wie deine Ahnen gelebt haben, Mutter, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, Uroma, Uropa. Wenn du immer wiederkehrende gleiche Muster siehst, dann wird es Zeit für eine karmische Auflösung. Das heißt, karmische Bänder durchtrennen. Ganz wichtig. Kannst du mich sehr gerne kontaktieren? Gucken wir gerne mal rein. So. Jetzt haben wir die Outcome-Karten. Tagebuch schreiben. Regelmäßiges Aufschreiben deiner Gefühle und Aktivitäten wecken kreative Ideen und stärken dein Selbstvertrauen als Autor. Und nicht nur als Autor, sondern generell für das, um was es bei dir geht. Ja, dieses bringe deine innere Wahrheit zum Ausdruck. Ja, genau, schreibe auf. Ich finde es schon wieder faszinierend, wie die Karten miteinander reden. Schreibe letztendlich auf, was du möchtest. Was ist dir wichtig? Wo möchtest du hin? Wo hast du Impulse? Was kannst du? Warum bist du inkarniert? Was kannst du gut? Versteck dich nicht hinter deinen Hörnern, sondern zeig dich, präsentiere dich. Du bist ein Präsenzmensch letztendlich, ja? Du kannst Führung übernehmen. Hallo, bitte mal, ja? Hier, genau. Schimmere im Diamantenlicht. Bringe deine Kreativität zum Ausdruck. Nochmal Kreativität. Leute, werd aktiv. So, und dann hast du eine Aufgabe von mir. Du bist ja letztendlich, das sehe ich mit der Karte hier, du bist aktiv, du bist spirituell, du bist wissend. Entweder bist du so blockiert, dass du es nicht leben kannst. Du traust dich nicht, das zu leben, deine Impulse. Oder du stehst noch so am Anfang, dass du es nicht weißt, wie und was. Wie gesagt, du hast Hilfe, ja? Du hast genügend Hilfe in deinem Leben. Probier dich aus, was dir gut tut. Wo du sagst, ja, damit gehe ich konform. Das könnte ich mir vorstellen, okay? So, dann haben wir der liebevolle Mann, Wohlwollen, Verständnis, Harmonie, Romantik, Verliebtheit, tiefe Gefühle. Guck mal, wir haben hier den Pagen der Kelche, wo ich gesagt habe, das ist jemand, der dir hier weiterhilft. Ne, guck mal. Du kennst schon jemand oder du wirst jemand im November kennenlernen, der auf dich zukommt und sagt, hey, schön, dich kennenzulernen. Mhm. So, meine Lieben, sehr ausführliche Legung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte gerne Feedback, bitte gerne Like, bitte gerne Abo von meinem Kanal. Ansonsten würde mich das sehr interessieren, wie euch die Legung gefallen hat, damit ich einfach auch weiß, ob ich sie das nächste Mal nochmal machen soll. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns im November wieder. Alles, alles Liebe, fühlt euch umarmt. Macht's gut. Ciao, eure Katrin.